Hey Leute und willkommen zu einer etwas spezielleren Folge von The Old Republic, die auch ein bisschen länger wird. Und zwar werden wir heute zusammen mit Vengeras die allererste Flashpoint-Mission Gedöns teilmachen. Und zwar die Black Talon. Die werden wir jetzt gleich durchkloppen, aber zuerst mache ich das, was ich im letzten richtigen Part nicht mehr geschafft habe. Und zwar wollen wir hier bei diesem Lord Ich habe die für. beste Ausrüstung und die besten Preise. Das ist schön. Für den Bausatz für Erbthaupthandwaffe. Da möchten wir jetzt eine kaufen. Hier. Das ist Erbhaupthandwaffe. Ich gucke gerade mal, ob es noch welche davon gibt. Nein, das ist wirklich nur eine Sache, die ich holen kann. Wir können aber mal gucken. Das hat Wert 50. Das, was wir momentan haben, hat Wert 30. Ja. Das ist ein großer Unterschied und es ist ab Stufe 14 verwendbar. Sehr gut, da habe ich mich doch nicht geirrt. Das werden wir jetzt kaufen, weil wegen ich will einfach mal dieses Item loswerden. Ich brauche es sonst auch nicht. So. Viel Glück bei der Jagd. So, an das Vermächtnis gebunden. Ja, das ist schön. Moment, zeig mal. Oh, das hat ein ganz anderes Geräusch. Das sieht auch nice aus. Hier mit so kleinen Klingen da dran. Ja, hat was, ne? Hat was. Wollt ihr eure Ausstattung Ich aufstocken? verkaufe mal eben den ganzen Müll. Das kann ich auch verkaufen. Viel Glück bei Kühnheitsverbesserung. der Jagd. Das Ding kann ich Ich nicht habe die editieren. beste Ausrüstung und die besten Preise. Gut. Oh nee, warte mal. Da mache ich ja jetzt hier Viel Kaka. Glück Ich bei der werde. Jagd. Moment, diese Rüstung. Da werde ich noch Zeug reinstecken. Jetzt erstmal nicht, aber später. So. Und jetzt rennen wir mal zum. Das hat ein sehr interessantes Geräusch, dieses Lichtschwert. Jetzt rennen wir mal zum Krieger. Sith-Krieger-Ausbilder. Der müsste doch hier irgendwo sein. Hier in der Ecke müsste der sein. Ja, da ist er. Weil wir eine ganze Menge Stange an neuen Fähigkeiten bekommen. So, Kein hallo. Jedi wird gegen euch So. bestehen. Alles, was nur alte Fähigkeiten sind. Stufe zu niedrig. Du willst mich doch veralbern. Merkt euch, Frieden Ach so. gibt es nicht. Ja. So, neue Fähigkeiten kann ich mal vorlesen. Heldenmoment, Macht rufen. Ruf die Macht, um dir einen deiner Gefährten zu helfen. Die Abklingzeit für deinen Schwertschutz endet sofort und alle 3 Sekunden werden 2% deiner maximalen Gesundheit regeneriert. Er fordert einen aktiven Gefährten halt 1 Minute lang an. Ja, interessant. Das ist so eine Notfallfähigkeit. Moment, wir locken das hier mal. Die kann man dahin. Und der Juggernaut, das ist normal. Bewachen. Während der Dauer des Effekts erleidet der bewachte Spieler 5% weniger Schaden und erzeugt 25% weniger Bedrohung. Zusätzlich werden 50% des eingehenden Schadens durch feindliche Spieler auf dich umgeleitet, solange du dich innerhalb von 15 Metern um das Ziel entfernt aufhältst. Erfordert Soretsu-Form. Und da haben wir auch schon die Soretsu-Farm. Farm, ja, Form. Was macht die denn? Nimmt eine defensive Lichtschwertform an, die jeden erlittenen Schaden um 6% reduziert, den Rüstungswert um 60% erhöht und die erzeugte Bedrohung um 50% erhöht. Zudem erhöht deine Soretsu-Form deine Schildchance um 15%. Solange sie aktiv ist, erzeugen das Erleiden von Schaden ein Wut, aber alle Ansturmfähigkeiten generieren ein Wut weniger. Dieser Effekt kann nur einmal alle 6 Sekunden auftreten. Das nehmen Merkt wir uns euch, doch mal gleich beides. Frieden gibt es nicht. Ja, das kann durchaus sein. So, wir nehmen jetzt die Form. Und die Form nehmen wir einfach auch mal. Möchte ich mal kurz gucken. Wie viel Rüstung haben wir denn jetzt? Wir haben eine, also erstmal hier eine 20%ige Schildchance. Das ist ziemlich geil. Und wir haben ganz viel Rüstung. Ja, das ist eigentlich ganz gut so mit der Rüstung. Unser Lichtschwert ist aber einfach überkrass, muss ich mal so sagen. Und ich habe diese Fläche um mich, wahrscheinlich weil ich hier irgendwen anders beschütze. Ne? Bewachen. Und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns mal zum Flashpoint.
Und dafür benutzen wir die Fähigkeit Notfallflottenpass, die wir sowieso sonst nie brauchen. Und ja, Vengeras, das ist der Saboteur, der uns diese liebe, ausführliche Post geschickt hatte, in der er uns sagte, er möchte uns doch helfen. Daraufhin habe ich ihn angeschrieben und hier ist die Hilfe, die er uns angeboten hat, in Form von einem Flashpoint. Das finde ich sehr schön, vor allem weil dieser Flashpoint etwas besonders ist, denn nur zwei Spieler werden ihn bestreiten. Normalerweise sind es immer vier. Das macht es ein bisschen angenehmer. Es ist sozusagen ein Einführungs-Flashpoint. Nur damit die Spieler sich schon mal dran gewöhnen, wie das in Zukunft abläuft. Ja, das Ding ist halt, dass man nicht so wirklich schnell eine Gruppe findet. Und dadurch ist das später alles ein bisschen mühselig, wenn man keine feste Instanzgruppe durch eine Gilde oder sowas hat. Gut, dieser Ladebalken ist lang und ich fasel einfach drüber und schon ist er weg. Aber alles ist schwarz. Das finde ich nicht nett. Darf ich irgendwas machen? Das fände ich richtig knorke von euch. Hallo? Ich drehe mich einfach mal im Kreis, weil ich es kann. Passiert denn nochmal was oder bleibt das jetzt schwarz? Hallo? Was kanalisieren? Was ist hier los? Oh, das ist doch jetzt Kaka. Oh, was soll das denn? Freunde, was soll das denn? Das finde ich ja jetzt gerade gar nicht toll. Das kann ich ja nicht befürworten. Ach, jetzt! Wo ich meine... Ach so. Okay, die Grafik muss noch laden. Der Ladebalken war einfach zu schnell weg. Ja, das ist natürlich auch super. Moment, wir tun das ganze Gedönszeug hier einfach mal rein. Das ist nämlich, wie ihr seht, der Laderaum. Das ist sowas wie das Bankfach. Und wir haben auch noch Post. Ich guck mal ganz kurz, von wem die ist. Hier. Gute Nachrichten. Wissenschaft und so weiter. Wir kriegen ein paar Credits. Das ist sehr gut. Wir müssen hier hoch. Glaube ich. Achso, Hammerstation wollen wir nicht machen. Wir wollen hier zu den Drum und Cars abfliegen. Denn da sind... Denn da ist der Flashpoint, zu dem wir uns jetzt begeben wollen. Und wie gesagt, dieser Part wird ein wenig länger, weil wir halt den kompletten Flashpoint in einem Part durchziehen. Jetzt habe ich im Vorfeld natürlich auch noch ganz viel anderes Zeug gemacht. Das war, ja, halb schlau. Ups. So. Ja, dann lade noch mal kurz. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Okay. Und da sind wir auch schon. Und ich signalisiere mal kurz, dass es losgehen kann. So. Kommen Sie dazu. Wir machen jetzt hier nämlich ein Gruppengespräch. Das kann dieses Spiel. Beide Spieler müssen akzeptieren. Dann beginnen wir ein Gespräch und es wird gewürfelt, wer was sagen darf. Und man kriegt Sozialpunkte. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal erklärt auf... Ja, habe ich schon mal. Na, egal. Okay, gut, damit können wir jetzt hier weiter. Ich guck mal ganz kurz. Jo, okay. Und wir gehen jetzt hier rein und dann beginnt der Flashpoint. Die Black Talon. Gut. Getarnt als normale
schnellere Reiseroute, um nach Drum und Kars zu kommen. Ja, eigentlich soll man diese Mission machen, bevor man mal auf Drum und Kars ist. Wir müssen sie jetzt leider mittendrin einschieben. Ist auch egal. So, du betrittst einen Gruppenflashpoint. Wir bekommen, ja, empfohlen einer Gruppe aus zwei Spielern, deswegen sind unsere Gefährten auch noch da. Moment, ich buffe mal kurz uns beide, damit, weil er ja einen anderen hat. Gibst du mir deinen auch noch? Machst du deinen eigenen? Ja, sehr gut. Hast du gut gemacht. Mich interessiert es aber, was für ein Inventar du hast. Also was für... Aha, Präzisionsschütze. Und das ist... Ach, das ist von der Black Tennis schon. Ah, ja, sehr gut. Okay, wir müssen mit Lieutenant Silas reden. So, nehmen Sie an und wir beginnen das Gespräch. Wenn es denn startet. Sag dem Captain, dass ich auf die Brücke zurückkehre, sobald ich diesen Botengang erledigt habe. Ja, Ma'am. Schön, euch an Bord zu haben. Ich bin Lieutenant Silas, stellvertretende Kommandantin der Black Talon. Wir bringen euch nach Drum und Kars. Das Schiff sollte ausreichen. Wie lange, bis wir den Planeten erreichen? Nicht länger als gut, ein Tag. Gut, dann geht es jetzt auf zu diesem komischen Druiden, der anscheinend uns gehören Ach, soll, tut es aber nicht. So, NR02, was willst du von uns? Mit den Verbesserungen von Geonosis aufgenommen. Als wir hier andockten, sprach er von euch. Rede! Entschuldigt, aber ich weiß nicht, wovon ihr da sprecht. Ach, die Maschine hat explizit nach euch gefragt. Daher dachte ich, ihr wärt der Besitzer. Mein Fehler. Wie dem auch sei, jemand wünscht euch zu sprechen. Der Konferenzraum liegt hier am Ende des Korridors. Ich bin auf der Brücke. Und ihr Soldat, wenn ihr fertig seid, hier Ehrenwache zu spielen, geht auf euren Posten zurück. Das ist hier keine Luxusjacht. Ja, Ma'am. Identität bestätigt. Guten Tag. Ich bin die fortschrittliche Protokolleinheit NR02. Meine Aufgaben sind Diplomatie, Übersetzung, Totschlag und Verleumdung. Ich habe eine dringende Mitteilung von meinem Herrn für Sie. Halten Sie sich für die Zustellung bereit. Warum glaubst du, mich interessiert, was dein Herr zu sagen hat? Ich bin mir sicher, ihr werdet interessiert sein. Jeder, der durch den imperialen Raum reist, muss meinem Herrn zuhören. Hier Einheit NR02 für Groß Moff Kilran. Sie haben jetzt Kontakt zur Black Talon. Ausgezeichnet. Und du hast mir genau die Leute gebracht, die ich gesucht habe. Mein Name ist Rikus Kilran. Ich bin Kommandant der 5. Flotte, direkt dem Kriegsminister unterstellt und, was mir persönlich am besten gefällt, der sogenannte Schlechter von Coruscant. Stimmt etwas mit dem Hologramm nicht, oder soll euer Gesicht wirklich so aussehen? Die Narbe. Das ist ein Geschenk eines alten Jedi-Freundes. Ich bemerke sie fast gar nicht mehr. Vor 6 Stunden hat die Republik ein paar illegale Übergriffe am Rande des imperialen Raums unternommen. Ein feindliches Kriegsschiff ist entkommen. Das Kriegsschiff, die Brentar Star, hat einen Passagier von hoher strategischer Bedeutung an Bord. Und euer Schiff ist das einzige, das sie abfangen kann. Dieser Passagier an Bord der Brentar Star, wer ist das? Der Passagier des Kriegsschiffs hat den Codenamen Der General.
Wir kennen seine Identität nicht, aber die Republik glaubt, er besitzt Militärgeheimnisse. Unsere Geheimnisse. Ich glaube den Berichten. Der General muss gefasst oder getötet werden. Captain Orsic, der Kommandant eures Transporters, teilt meinen Enthusiasmus nicht. Er die brennt heiß da. Widersetzt. Ihr dürft ihm gerne zeigen, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir hier rüber. Und da steht uns einer im Weg. Ein imperialer Lieutenant. Was willst du denn jetzt hier? Warum stehst du uns im Weg? Jetzt gerade bin ich mehr daran interessiert, nach Drum und Cast zu gelangen. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich bin sicher, ich kann Darth Baras überzeugen, nichts gegen eine kleine Verspätung zu haben. Der General wird am Ende des Tages in Haft oder tot sein. Denn wenn er es nicht ist, das versichere ich euch, wird euer Schiff niemals sein Ziel erreichen. Ich werde zur Brücke vorgehen. Sobald wir Captain Orsic beseitigt haben und die Übernahme erfolgreich war, können wir zur Brenthals Dar.